Ja, und wir schauen jetzt auf den Krimi des Jahres, das Rätsel wohl des Jahres. Immer wieder kommen neue Details zum Doppelgängerinnenmord von Ingolstadt ans Licht. Jetzt liegt uns der Chat zwischen den mutmaßlichen Tätern und ihrem Opfer vor. Und darin spielt eine bekannte Rapperin eine Rolle. Das ist ein Instagram-Chat zwischen einer mutmaßlichen Mörderin und ihrem späteren Opfer. Eine Falle, die tödlich enden soll, der Köder eine Rolle in einem Musikvideo. Musst nicht viel machen. Würde mich freuen, wenn du dich meldest. Hey, hey, grundsätzlich hätte ich Lust, ja. Kommt nur darauf an, welche Musikrichtung und wo es ist. Es ist eine bekannte Künstlerin, die du bestimmt auch kennst. Nichts mit Beleidigungen. Okay, wie heißt sie? Vielleicht kenne ich sie. Und wo wäre der Dreh? Dreh wäre in Offenburg. Mit Sicherheit kennst du sie. Das müsste aber bitte alles geheim laufen, bis das Lied draußen ist. Kennst bestimmt Lühn. Dieser Chat ist ein weiteres Puzzlestück im unfassbaren Doppelgängerinnenmord von Ingolstadt. Offenbar gaukelt das tatverdächtige Pärchen Sharaban K. und Shekir K. ihrem Opfer Kadishia einen Videodreh vor. Sie solle in einem Video der Rapperin Lühn eine Rolle spielen. Lühn hat über 1 Million Fans bei Spotify und fast 400.000 Follower bei TikTok. Doch vor ihrer Zusage fragt Kadishia direkt bei der Rapperin nach, erkundigt sich, ob es wirklich einen Videodreh geben soll. Die Rapperin dementiert und warnt Kadishia, zum Treffpunkt zu fahren. So schnappt die Falle mit dem Rap-Videotrick nicht zu. Doch das mutmaßliche Mörderpärchen gibt nicht auf. Im zweiten Versuch bieten Sharaban und Shekir dem Opfer einen Modeljob an. Und diesmal schnappt die Falle zu. 16. August. Das Mörderpärchen fährt nach Eppingen, bringt dort Kadishia um, fährt mit der Leiche zurück nach Ingolstadt. Am Abend desselben Tages suchen Sharabans Eltern ihre Tochter in Ingolstadt. Sie fahren die Stadt ab, finden das auffällige Auto ihrer Tochter, ein S-Klasse-Mercedes. Darin ein lebloser Körper. Sie vermuten ihre Tochter in dem abgedunkelten Fahrzeug, rufen die Polizei. Diese kann nur noch den Tod der weiblichen Person feststellen. Es stellt sich heraus, nicht die Tochter Sharaban liegt da tot im Fahrzeug. Es ist Kadishia, eine junge Bloggerin aus Eppingen, Baden-Württemberg. Die Ermittler sind erstaunt. Die tote Kadishia sieht Sharaban, der das Auto gehört und die als Verdächtige gilt, verdammt ähnlich. Fast wie eine Doppelgängerin. Hat Sharaban die Bloggerin getötet, in ihren eigenen Wagen gelegt, weil sie ihr so ähnlich sah? Wollte Sharaban ihren eigenen Tod vortäuschen? Daran glaubt die Ingolstädter Oberstaatsanwaltschaft. Wir haben Anhaltspunkte, dass das Vortäuschen des eigenen Todes ein Tatmotiv war. Laut Staatsanwaltschaft sucht die Tatverdächtige dafür ein ihr ähnlich aussehendes Opfer im Internet. Beteiligt an der Tat ist ein Freund von Sharaban, Shekir K. Ihm sollen 80.000 Euro für den Mord in Aussicht gestellt worden sein. Sharaban wird einen Tag nach dem Mord kurz nach diesem Besuch in einem Pizzaladen festgenommen. Ihr Bekannter in der Nacht. Und warum wollte Sharaban ihren Tod vortäuschen und dafür morden? Angeblich hat sie sich aus dem Umfeld ihrer Familie lösen wollen. Sie soll einen neuen Partner gehabt haben, den ihre Eltern nicht akzeptierten. Auch von Verwicklung ins Clan-Milieu ist die Rede. Sharaban und Shekir sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft, doch sie schweigen eisern. Und unser Bildreporter Jörg Völkerling ist seit der ersten Stunde an diesem Fall recherchiert. Jörg, was ist das Faszinierende an diesem Mordfall? Man könnte sagen, mit dieser Tat ist das Morden endgültig im Internet auch angekommen, also quasi Mord 2.0. Die Tatverdächtigen haben ja alles getan, um das fast perfekte Verbrechen zu begehen, aber vielleicht sollte man die Anbahnung nicht unbedingt im Internet auf Social Media betreiben, denn wie wir jetzt sehen, sind da so viele Spuren zusammengekommen, die die Tatverdächtigen auch belasten, dass die Kripo Ingolstadt jetzt eigentlich nur noch diese Puzzlestückchen zusammentragen muss, um letztlich das ganze Bild zu gewinnen. Was weiß man über die mutmaßlichen Täter?
Ja, wir haben da zunächst mal Sharaban K., eine Friseurin, Kosmetikerin. Sie ist eine Jesidin. Sie war verheiratet mit einem Mann, der sich dann aber von ihr getrennt hat, der von Gewalttätigkeiten in der Ehe berichtet hat. Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie in München. Und wir haben eben Shikir K., ein Albaner, der in der Nähe des Tatortes auch wohnte. Beide Tatverdächtigen sollen schon Polizei bekannt sein und beide sitzen in U-Haft, Sharaban K. allerdings erst 24 Stunden, nachdem die Tat aufgedeckt wurde. Denn wir wissen ja, die Eltern haben dieses Auto gefunden und zunächst gedacht, das sei ihre Tochter, die da im Auto liegt. Ja, und was weiß man denn sonst zu dem Opfer und wie geht die Familie jetzt mit diesem Mordfall um? Khadija stammt aus Algerien ursprünglich. Sie lebt aber in Eppingen in Baden-Württemberg. Das ist zwischen Heilbronn und Mannheim. Sie inszenierte sich auf Instagram und auf TikTok so ein bisschen als Beauty-Bloggerin. Gut aussehen, groß rauskommen eines Tages, das war wohl ihr Traum, der auf diese grausame Weise beendet wurde. Und ihr zum Verhängnis wurde letztlich ihre Ähnlichkeit mit Sharaban K. Sie wurde also ausgespäht und man hat ihr dann diverse Fallen gestellt und am Ende mit dem Versprechen, dass sie als Model für den Kosmetiksalon von Sharaban arbeiten könnte, wurde sie angelockt. Man soll sich am 16. August dann mit ihr in Eppingen verabredet haben und dort soll es dann wohl zur Tat gekommen sein. Das Besondere an der Tat ist, dass bis heute nicht klar ist, wo ist der genaue Tatort und auch die Tatwaffe, ein Messer, man redet von zwischen 50 und 80 Messerstichen, ist bis heute nicht gefunden worden. Das ist ja alles sehr verwirrend auch, Jörg. Welches zentrale Motiv kann denn überhaupt dahinter stecken? Uton Staatsanwaltschaft Ingolstadt, das Vortäuschen des eigenen Todes ist im Moment das Wahrscheinlichste. Also man mutmaßt, dass Sharaban K. ein neues Leben beginnen wollte, sich aus ihrer Familie, möglicherweise aus einem Clan-Umfeld lösen wollte. Dass sie Shikir K. 80.000 Euro wohl bezahlt hat oder in Aussicht gestellt hat, wenn ihr dabei hilft, diesen Plan umzusetzen. Man hat dann eben Khadija in diese Falle gelockt. Sharaban wollte danach wohl untertauchen, ist aber 24 Stunden später nach dem Besuch in einer Pizzeria, wo sie auch noch von Überwachungskameras gefilmt wurde, doch festgenommen worden. Das genaue Motiv herauszufinden, das obliegt jetzt natürlich den Ermittlern. Beide Tatverdächtigen belasten sich inzwischen in U-Haft gegenseitig und suchen nach guter Verteidigung. Aber einen Prozess vom Landgericht Ingolstadt wird es frühestens im nächsten Sommer geben. Und das wird sicherlich ein Hochsicherheitsprozess bei all diesen brisanten Verwicklungen und Zusammenhängen, die da im Raum stehen. Ein wirklich irrer Mordfall und wir bleiben da natürlich dran. Vielen Dank für dich, für die Informationen, Jörg Völkerling.